Hi meine Lieben, das hier wird ein Video, in dem ich euch zeige, wie ihr einen Kakao machen könnt, wenn ihr keine Milch habt. Und zwar komme ich einfach auf das Video aus dem Grund, weil mir das einfach gerade passiert ist. Ich wollte mir einen Kakao machen, hatte total Lust auf einen heißen Kakao und mein Freund hat die ganze Milch ausgetrunken. Ja, und dann habe ich mir einfach einen Kakao gemacht mit heißem Wasser. Dafür habe ich benutzt einmal so einen Backkakao, also zum Backen. Der ist jetzt von Cake Classic, also von Kaufland. Und dann habe ich hier noch normalen Kakao und dann benutze ich immer Süßstoff, einfach weil ich keinen Zucker benutzen möchte. Und dann, wer gar nicht ohne Milch kann, der kann dann noch Süßstoff benutzen. Ach, Süßstoff. Kaffeeweißen ist halt dann so ein Milchersatz. Und ja, ich habe mir das jetzt so gemacht und das hat ganz gut geschmeckt. Ihr könnt es natürlich nach eurem Geschmack machen, aber mein Tipp ist jetzt einfach 2 kleine Löffel von dem Backkakao. Heißt das überhaupt Backkakao? Ja, Kakao zum Backen halt. Also dieser ganz dunkle Kakao, den man immer für Kuchen und so weiter verwendet, der ist das. Und dann habe ich noch 2 Löffel normalen Kakao. Ich habe einfach, ja, den einfach, weil der schön süß ist. Und den hier, der ist ja im Vergleich zu dem normalen Kakao sehr bitter, ja, viel schokoladiger. Und deswegen mische ich die beiden einfach, den normalen wegen der Süße und den einfach, um den Kakao schokoladiger zu bekommen. Und dann nehme ich mir noch 2 Süßstoffe da rein. Und noch ein ganz bisschen, ganz kleines bisschen Kaffeeweißer. Dann mache ich den Wasserkocher an und lasse das Wasser kochen. So, mein Wasser ist fertig gekocht. Das Ganze kippe ich dann einfach in meine Tasse. Ja, schön alles daneben, wie immer. So, dann lasst ihr das Ganze natürlich ein bisschen abkühlen, damit ihr eure Schnute nicht verbrennt. Und ja, zapp, zapp, schon habt ihr einen guten, heißen Kakao. Also so eine heiße Schokolade. Und das alles einfach ohne Milch. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall immer machen, wenn ich keine Milch habe. Und ja, ich hoffe, es schmeckt euch. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich trinke jetzt meinen Kakao und setze mich wieder vor die Couch und chill weiter. Bis dann, ciao.